Die Regulierung der March im 20. Jahrhundert brachte für Fluss und Au gravierende Veränderungen. Alle Flussschlingen und Seitenarme wurden abgeschnitten, der Flusslauf begradigt und um 11 Kilometer verkürzt. 70% der Ufer wurden durch Wasserbausteine und Betonplatten befestigt. Seitdem gräbt sich die March in ihrem monotonen Flussbett immer tiefer in den Untergrund ein. Fluss und Au entkoppeln sich immer weiter. Dies alles hat besonders negative Auswirkungen auf das einzigartige Ökosystem dieser Flusslandschaft. Konkrete wasserbauliche Maßnahmen im Rahmen des LIFE-Projektes sollen wieder deutliche Verbesserungen der Lebensräume, insbesondere für gefährdete Arten, bringen. Nach umfangreichen Planungen und Vorarbeiten begannen im September 2017 in den Gemeindegebieten von Engelhardstetten und Marcheck die ersten Bauarbeiten. Dabei mussten sämtliche Bereiche durch Sprengstoffexperten erkundet und für die Bauarbeiten freigegeben werden. Durch Entfernung von Wasserbausteinen längs und quer zur March werden ehemalige Nebenarme wieder ständig durchströmt und besser mit der March im Mündungsbereich vernetzt. Durch den Rückbau können sich Ufer wieder natürlich entwickeln. Durch Erosion entstehen Steilufer, wo zum Beispiel Uferschwalben oder Eisvögel ihre Bruthöhlen anlegen können. Flachufer wiederum sind wichtige Kinderstuben für Fische. Im Gemeindegebiet von Marcheck wurden zwei Seitenarme hergestellt. Der Wolfsinselarm ist ein alter Nebenarm, der in historischen Landkarten zu finden ist, in der Natur aber kaum mehr sichtbar war. Im Bereich des alten Zipfs bestand noch ein bedeutender Seitenarmrest, der jedoch nur bei höheren Wasserführungen im Auslauf mit der March verbunden war. Hier wurde ein neuer Einlauf- und Auslaufbereich hergestellt. Um die mehrere Hektar großen Wiesen auf den neu entstandenen Inseln auch weiterhin erhalten zu können, wurden über beide Seitenarme Brücken angelegt. Die Erhaltung dieser naturschutzfachlich wertvollen Brenndoldenwiesen ist ebenfalls ein Ziel dieses Projektes. Der Stempfelbach und der Zapfengraben, die bisher im rechten Winkel in die March mündeten, bekamen neue, naturnähere Mündungsabschnitte. Dabei wurden sogenannte verschleppte, neue, unbefestigte Gerinne hergestellt. Das ist der Damm, den wir geschüttet haben, damit jetzt ca. 2/3 vom Abfluss über die neue Stempfelbachmündung in die March läuft. Um eine Übersicht von der Bestandssituation im Projektgebiet zu erhalten, wurden vor den Bauarbeiten Kartierungen und in den betroffenen Abschnitten Bestandsbergungen durchgeführt. Vor den Bauarbeiten haben wir Muschelbergung durchgeführt und diese Muscheln sind jetzt mittlerweile seit knapp einem Dreivierteljahr hier im Stempfelbach zwischenkeltert. Und jetzt, nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden wir mit diesen Muscheln einen Wiederbesatz in die neuen Bereiche eben durchführen. Umfangreiches Monitoring auch nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen wird zur Dokumentation der Erfolge umgesetzt. Wie zum Beispiel am bereits 2015 angebundenen Seitenarm in Angern. Im Hauptfluss haben wir Bedingungen, die
weniger für die heimischen Muscheln geeignet sind. Wir haben da eigentlich ein sehr eintöniges Flussbett, das dann hauptsächlich von den chinesischen Teichmuscheln und von den Körbchenmuscheln genutzt wird. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass solche Lebensräume geboten werden. Besonders erfreulich ist, wir haben auch von allen heimischen Arten nicht nur erwachsene Tiere drinnen, sondern auch junge. Das heißt, die Fortpflanzung funktioniert und das ist natürlich wunderbar, wenn dieser Lebensraum von den heimischen Muscheln so angenommen wird. Die Bauarbeiten der ersten Bauphase wurden mit Februar und März 2018 abgeschlossen. Um Störungen während der Brut- und Aufzuchtphase mancher Tierarten zu vermeiden, ruhen von April bis Juli sämtliche Tätigkeiten. Ab August 2018 soll unter anderem im Bereich der Langen Luss ein weiterer 2 Kilometer langer Seitenarm entstehen und im Naturschutzgebiet Untere Marchauen das Gewässersystem der Maritz optimiert werden, damit die Au wieder besser mit Wasser versorgt wird.